Ein neuer Tag hier in Life. Ach, Wild Flowers. Ich wollte gerade sagen, Life in Willow Day. Nein, doch nicht dieses Schrottspiel. In Wild Flowers. So, jetzt können wir endlich unsere Kupferessenz einsammeln und die nochmal herstellen. Und wir können jetzt hier unsere Glaskugeltrank herstellen. Der braucht aber allerdings noch 10 Stunden, was mich jetzt gerade so ein bisschen ärgert. Aber gut. 10 Stunden, das heißt um 17 Uhr. Das heißt, eigentlich alles ist super. So, hier müssen wir jetzt nur das gießen. Also viel müssen wir jetzt hier nicht gießen, aber hier sind eh die Bienen jetzt gerade ein bisschen wichtiger, dass ich da diesen Honig-Minztee herstellen kann, beziehungsweise den Honig-Zitronentee. Ich verstehe die Hühner nicht. Egal. Wir bekommen Eier und mit den Eiern können wir Omelette machen. Und mit dem Omelette können wir Violet eigentlich dann beglücken. Aber brauchen wir auch nicht mehr, weil hat sich ja alles erledigt. Haben wir ja schon auf voller Stufe. Was mit dem Honigminztee? Das verwirrt mich jetzt. Das vielleicht Amira, wobei Amira, ich jetzt eigentlich dachte, dass sie den Honig-Zitronentee haben möchte. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Oh gut, wir werden es ja demnächst erfahren. Denn anders kann ich mir jetzt den Hinweis nicht vorstellen. Das muss ja das Lieblingsgetränk von einem sein. Und der Einzige, der jetzt da, ich sag jetzt mal, so ein Lieblingsgetränk hat, was so aussah, das war halt Amira. Oh, das Schaf. Yay, ich durfte das Schaf scheren. Ja. Oh. Komm, ich frische Milch. Ah, da zwei Milch. Ja, ich bekomme frische Milch. Juhu. Das heißt, ich habe jetzt also eine Milchzufuhr. Eine wohlgemerkt. Den Baum niemals fällen. Niemals. Nein, ich werde ihn nicht anrühren. Den da schon eher. Aber den anderen, nein, niemals. Ich werde ihn nicht anrühren. Niemals. Oh, der ist schön. Der ist schön groß. Er gibt schön viel Holz. Kein Unkraut. Glaub's nicht, ich hab kein Unkraut. Egal. Das Glas ist fertig. Und der gefärbte Stoff ist fertig. Sonst ist nichts weiter. Okay. Katze noch streicheln. Aber schön, jetzt müsste ich rein theoretisch keinen Thunfisch mehr kaufen. Oh, ein Kaulbarsch? Ey, Katze. Ja. Ah, immer noch. Also ich brauche jetzt rein theoretisch keine Katze, keine Katze mehr füttern. Keine Milch mehr kaufen, weil ich die jetzt selber herstellen kann. Eine Mandel. Wo ist denn jetzt hier die Minze im Bergpass? Ich sehe da wieder die Brombeeren, aber ich. Ja, Brombeeren, aber ich sehe jetzt eine Minze. Oh, er ist neu. Okay, nice.
Finde ich gut. Interessant, sag mir mal bitte, wo ist die Minze? Hat jemand hier eine Minze gesehen? Ich habe jetzt echt noch gar keine Minze jeweils irgendwann mal wahrgenommen. Das hier ist doch der Bergpass. Ah, das da könnte Minze sein, oder? Okay. Ist natürlich eine Seltenheit, hier so eine Minze zu bekommen, aber ja. Nehmen wir natürlich gerne. Bäume müssen weg. Die Bäume müssen weg. Nee, eigentlich nicht, aber... Ich glaube, ich brauche viel Holz wegen Parker, um das Heufeld zu bauen. Insofern macht es natürlich dann doch Sinn, hier die Bäume ganz kurz einmal zu fällen. Auch weil ich hier immer viel Papier brauche. Das sollte erstmal reichen, hoffe ich. Jetzt habe ich die Minze. Jetzt kann ich die Minze herstellen, aber ich habe sau wenig Unkraut bekommen. Ich muss mich jetzt echt entscheiden. Will ich jetzt Unkraut für das Feld oder für das Feld? Wenn ihr versteht, was ich meine. Habe ich jetzt gerade ernsthaft? Jetzt bin so doof, ne? Muss natürlich noch warten. Dann braucht es ja auch nochmal, bis das fertig ist. Oh, du bist manchmal echt einfach zu sehr Troplay. Namira damit. Oh, I'm so glad to see you. I always am, of course. But I could really use your help. My clinic is out of cotton. Again. Any chance you're growing any cotton on your farm? 4 bunches should keep me stocked up. Sure, but it might take me a few days. Oh, thanks. Schön, dass ich das gerade erst verballert habe. Summer is beautiful, but it means big waves. I've put Kai back together so many times, I've lost count. Like Humpty Dumpty? You said it, not me. Oh, ist das doof. Habe ich jetzt ernsthaft? Ah, wo haben wir es denn? Was sind die Sachen? Wo ist eigentlich die Wolle? Da, Wolle. Keine Baumwolle. Ich bin natürlich total, ja, Bockmist gebaut, dass ich das alles dann schon verbraucht habe. Ich hätte es ja nur 2 Stück machen müssen. Nein, ich muss natürlich alle 4 machen. Jetzt habe ich natürlich keine Felder frei. Weil ich hier Erdbeeren angepflanzt habe. Oh, hier ist mal wieder eine Muschel. Hallo, Thomas. Kai gave me some seaweed in exchange for cutting across my farm every morning. Seaweed's a potent fertilizer. I appreciate him looking out for me. Seetang ist ein guter Dünger? Warum darf ich das nicht verwenden? Darauf muss ich jetzt echt mal achten. Wenn ich jetzt Seetang finde... Naja. Da ist das Wort wenn, ne? Wenn ich Seetang finde. Oh Mann. Aber wartet mal. Stopp, 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 stopp. Er sagt mir, mit Seetang ist ein guter Dünger. Dünger stelle ich her mit Unkraut, war ich eigentlich der Meinung. Nee, gut, damit stelle ich Erde her. Aber vielleicht, weil es ja ein Kompost ist,
Habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Das kann ich jetzt gar nicht testen. Mist. Vielleicht, wenn es ein Kompost ist, ich muss mal darauf achten, gibt es da auch die Möglichkeit, was anderes auszuwählen. Keine Ahnung, vielleicht Pilze? Oder irgendwas in der Art? Oh, Thomas, your basket is always such a classic single man's shopping list. Mac and cheese, yep, a peanut butter, instant noodles. It reminds me of Parker's pantry when we were first dating. He was stunned the first time I cooked him a real meal. Well, Parker is certainly a lucky guy. Sollte Sophias Dinner aufsuchen. Thomas, you should go by Sophia's diner more often for some real home cooking. She seems to like you. She say that? Well, I do like her place. She works hard to keep it going. Can't be easy all on her own. All right. Well, ladies, I need to get back to my farm. I worry about him living on that farm all by himself. It must get lonely. He's never had a long-term relationship? A few, but they flamed out years ago. And there was us. But that was back in high school. I think Thomas just struggles to get close to people, even if he likes them. Hey, gute Freunde. Olli, olli. So, was wollte ich denn jetzt kaufen eigentlich? Ha. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, eigentlich Samen, genau. Ha. Ja, könnte ich verkaufen. Gar nicht kaufen. Preis. Nehmen wir mal 30 Zwiebeln und davon kann ich auch ein paar brauchen. Ein paar schöne Sachen kaufen, kochen. Das brauche ich nicht mehr. Ein bisschen Reis, ein bisschen Hafer. Ein bisschen Hefe. Alles einmal hier. Ach, Kartoffeln kommen. Ach, reden wir mit ihr. Was hat sie denn jetzt dazu zu sagen? What's up? You seem distracted. Ah, don't mind me. Just looking at flights to Japan. Oh, you're planning a visit? Take me. Not actively planning. I just haven't been back in 10 years. Wouldn't mind seeing all my cousins again. Okay. Nee, Amira ist nicht da, das ist klar. Heute ist nämlich Montag. Aber der Parker, ja, Parker ist da. Ja, Parker ist da. Der Parker, der ist da. Der Parker, der ist da. Könnte ich nicht. Ich könnte... Ernsthaft? Nein, da muss der Arzt. Darf ich den umpflanzen? Das ist ja gemein. Nee. Das ist nicht Amira. Oh, das ist doch gemein. Jetzt muss ich diesen Baum, der endlich wieder gewachsen ist, den ich nicht umpflanzen kann, fällen. Ja, den muss ich fällen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ach, das ist deprimierend. Aber gut, dafür muss ich dann nicht mehr die Schafe und Kühe glücklich machen. Aber anders kommt halt auch nicht weiter, ne? Also so ist es jetzt nicht. Also, beziehungsweise wir kommen schon weiter, aber da sind ja auch andere Sachen gewachsen und es ist so deprimierend. Und besonders wie viel Erde ich dann wieder brauche. Okay, I'll be over there right quick to start on your field. Should only take a day or so.
brauchst doch eh wieder länger als einen Tag. Hier gibt es nur einen Pilz. Und noch einen Pilz. Was kann ich dem Shelby jetzt eine Suppe bringen? Ein Fischentopf für dich. Guter alter Shelby. Is that heavenly aroma? Fish stew? Why, thank you. So, you were living in the city before you came here. What did you do? Hey, you mean like a job? I was a stock trader. Did well enough. Wait, really? Why did you quit? Just because you're good at something doesn't mean it's the right life for you. One day it all came crashing down, so I walked away. Ach, schade. Nichts zum Kaufen, was für mich sinnvoll wäre. Kirche für Bruno habe ich noch nicht. Insofern nur kein Wort über Bruno. So. Das ist jetzt doof. Habe ich echt so ein klitzekleines Problem. Weil, wo bekomme ich jetzt die ganzen Sachen her? Hat er was zu sagen? It's nice that school is out and I get Vanessa to myself a bit. She really gives so much of herself to those children. Even the ones who are a bit more difficult. Ja, so wie du zum Beispiel. Also wenn Schulferien sind, nur ganz kurz anmerken, ist sie ja trotzdem am Arbeiten. Na, wenn du dann meinst, du hast mehr Zeit mit dir. Okay, ich glaub's nicht. Kann sie noch was zu sagen? I always get so excited for the summer festival. Ukrainians have Kupola night, which is pretty similar. My neighborhood in the city was mostly Ukrainian. Every summer we did a dollar store version of Kupola night in someone's backyard fire pit. Who doesn't like hanging out around a big fire? Das kann ich nicht machen, weil das muss ich in der Praxis vorbeibringen. Das kann ich auch noch nicht machen, das kann ich auch noch nicht. Das ist in 3 Tagen und das brauche ich noch und das brauche ich auch noch. Schön. Schön. Alles brauche ich noch. Alles. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre... Ja, seht ihr mal, es hätte mit dem gar nicht gepasst. Könnt ihr mir jetzt noch meine letzten 2 Schafe und 2 Kühe holen? Würde nämlich dann Sinn machen. Eine Kuh. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Matilda. Oh, a fine name. Suitable for any lady. So, dann nehmen wir noch ein Schaf. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Shadow? Shadow. Oh, a fine name. Suitable for any lady. Noch eine Kuh. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Cecile. Well, that's not what I would have called her, but suit yourself. Und das letzte Schaf. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Madeline. Mm-hmm, that's exactly what I was thinking. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch eine Kuh kaufen darf. Ich gucke einfach mal.
Nicht genug Platz in der Scheune, okay. So, dann kümmere ich mich jetzt mal noch um die Tierchen. Bis das fertig ist und dann... Danke. Die rennen alle auf so einem engen Raum rum. Genau, glitscht doch einfach mal ineinander. Macht das doch einfach mal. Lohnt sich. Das heißt, wir haben jetzt ein schwarzes Schaf. und eine braune Kuh. Und ansonsten Normalfarben. So, wie man es eigentlich, sage ich jetzt mal, aus Kinderbüchern kennt. Gut. Das heißt, dann sind wir jetzt auch mit dieser Folge schon wieder komplett durch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.